Von Karfreitag bis Ostersonntag schweigen die Glocken, denn die fliegen bekanntlich nach Rom. Und es ist Brauch, das Glockengeläut durch Ratschen zu ersetzen. Dafür haben die Kinder in Mühlendorf heute ihre neuen Ratschen bekommen. Die neuen Ratschen sind mit dem Spendenerlös, der bei den Mühlendorfer Adventfenstern hereingekommen ist, gekauft worden. 20 Schubkarrenratschen stehen den Kindern jetzt zur Verfügung. Also die Alten sind wirklich schon nicht parterre, sondern die haben sich schon komplett in Luft aufgelöst. Die Rahlen sind davon geflogen und alles. Und die müssen schon mehr reparieren und da haben wir gesagt, sie kriegen neue. Ich habe durch Zufall im Internet ein bisschen durchgestöbert und bin da auf einen pensionierten Tischlermeister gestoßen in der Steiermark, an Franz Ederer, und die mit denen in Verbindung gesetzt und ich muss sagen, der war herrlich und hat alles funktioniert und ich bin echt stolz drauf, dass er das so super gemacht hat. Was ist das Schöne dran? Was gefällt dir? Na, einfach, dass man da ein bisschen mit seinen Freunden zusammen sein kann und auch ratschen kann. Die sind ja zum Teil ganz laut, oder? Ja, man hält es mit der Zeit dann schon aus. Wie ist denn das so, wenn ihr ratschen geht? Wo fängt ihr da an und wie geht's da durch? Zuerst mal die Ratschen-Einteilung und dann jeden Tag holen wir uns die Ratschen und gehen von Haustor aus und ratschen. Müsst ihr da was Bestimmtes sagen dann immer? Ja, einen Spruch. Die Kinder probieren heute schon einmal ihre neuen Ratschen aus und vielleicht vertreiben sie mit dem Lärm ja auch die Regenwolken. Es ziehen einige dichte Wolkenfelder durch. Nach Süden zu werden die Wolken dünner, hier wird es überwiegend sonnig. Der Wind dreht auf Südwest bis Süd und weht lebhaft. Es wird wärmer, die Frühtemperaturen liegen um 8 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 20 Grad. Am Dienstag wird es sonnig, windig und sehr warm. Am Mittwoch zieht eine Kaltfront durch und bringt einen Mix aus Wolken, vereinzelten Regenschauern und Sonne. Am Gründonnerstag wird es zeitweise sonnig.